Hey Leute, was geht ab? Hier ist euer Coach Eddy und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem allerersten Ernährungsvideo. Dieses Video ist eigentlich entstanden, weil eure Nachfrage einfach echt mega riesig ist und mich freut das immer wieder zu sehen, ne? Wenn Leute schreiben, Mann, Eddy, kannst du vielleicht mal ein Ernährungsvideo rausschreiben oder irgendwie sagen, wie du dich ernährst und so weiter und so fort. Klasse! Ja, also mich kann das nicht glücklicher machen. Ich wollte ja erstmal euch nicht überfordern und sagen, macht erstmal die Übungen, macht erstmal das Video mit. Ne, 3-4 Mal pro Woche und dann Ernährung, lasst ein paar Sachen weg. Wollte ich nicht direkt überlasten, aber ihr wolltet das und ich werde euch natürlich liefern, was ich da gegessen habe. So, ich werde euch natürlich immer das berichten, was ich persönlich für mich gemacht habe und was bei mir sehr gut funktioniert hat, was aber auch bei meinen Kunden sehr gut funktioniert. Es war für mich sehr, sehr schwierig, diese Low-Carb-Diät einzuhalten. Weil, wie ihr vielleicht aus meinen alten Videos schon gehört habt, ich liebe Reis über alles. Und es war sehr, sehr schwierig für mich. Ich habe es langsam dann begonnen. Ich habe das dann so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, in der ersten Woche fahre ich die Kohlenhydrate langsam runter. Das heißt, an den Tagen, wo du trainierst, ne, erlaubst du die Kohlenhydrate. Warum? Weil du ja Sport betreibst, die Kohlenhydrate dann auch dementsprechend verbrennst. Und nach dem Sport sollte man so oder so schon Kohlenhydrate zu sich führen, weil das halt wichtig ist für die Insulinausschüttung. Insulin ist wieder wichtig für den Muskelaufbau etc. pp. Ich werde jetzt noch nicht zu sehr auf das ganze Makro und Hormone bla bla noch nicht so sehr darauf eingehen. Heute geht es mir nur darum, dass ich euch einmal kurz präsentiere, was ich heute gemacht habe. Aufgrund dessen, dass ihr das wolltet, bin ich dann mal kurz zu Aldi runtergelaufen und habe mir dann da ein paar Sachen rausgekauft. Gesund ernähren. Ja, kann ja ziemlich teuer sein, ne? Und das ist auch teilweise einer der Gründe, warum Leute dann auch wieder das sein lassen mit der Ernährung und sich denken so, Alter, das ist mir zu teuer, ne? Aber nicht, wenn man das richtig macht, nicht, wenn man sich an die ganz kleinen Tricks hält, die ich euch hatte, empfehle. So, ich habe hier ein paar Sachen und beginnen möchte ich mit meinem Favorite. Und zwar, wenn ich mich gut ernähren möchte, ne, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt so eine kleine Low-Carb-Sache, dann habe ich als allererstes schon mal den hier dabei. Ja, das könnt ihr das sehen, Kaisergemüse, genau, Kaisergemüse von Aldi. Super Sache, ja, das Ding kostet 1 Euro, 300 Gramm sind drin, und dann kombiniere ich es immer gerne mit eine Dose Thunfisch, ja, Thunfisch in eigenem Wasser, ich lasse das Wasser abtropfen, hau mir das dann auf das Gemüse rauf, vorher das Gemüse natürlich in Mikrowelle und dann einfach diesen Thunfisch da drauf, super lecker, also es schmeckt wirklich gut, ich hätte es nicht gedacht, ich habe es einfach mal erfunden, ich wäre am liebsten Koch, also ich koche leidenschaftlich gern, aber naja, egal. Jedenfalls kombiniere ich diese beiden Sachen dann immer. Und das ist schon mal eine sehr gute Sache, vor allem auf der Arbeit auch, ne? Es sättigt unglaublich, es ist mega wenig und die Kalorienzahl ist auch fast gar nichts. Aber du hast ja diese mega Ballaststoffe, die deinen Körper vorgaukeln, was zu haben, ne? Und das ist ja das, was wir irgendwo erzielen wollen in der Low-Carb-Diät, dass wir den Körper mit Ballaststoffen, Fetten und Eiweißen irgendwie sättigen. Ne? Dass er nicht mehr zu sehr das Verlangen hat auf Kohlenhydrate und langsam davon wegkommen. Das ist halt so irgendwo das Ziel der Low Carb Diät, auf die ich aber noch spezifisch, ganz genau, detailliert in einem anderen Video eingehen werde. Heute ist das nur für euch ganz kurz. Alles klar, dann, das ist meine allererste Mahlzeit. Man kann das gerne kombinieren. Ich habe hier noch grünes Gemüse, ja, das kann man auch nutzen. Ne? Das schmeckt auch super, wunderbar. Da haue ich mir auch immer wieder was drauf und esst das immer zwischendurch für euch alle, die auf der Arbeit sind und nicht wissen, Mann, was soll ich essen? Das ist zum Beispiel ein Tipp, das ist eine Sache, die ich sehr, sehr lange gemacht habe und die auch ganz gut, sehr gut sogar funktioniert hat. Ne? Du hast ein totales Sättigungsgefühl und es passt. So, zu jeder Diät oder zu jeder Ernährung sollte eines ganz wichtig sein und zwar, das sind Eier. Ja. Ich habe hier Eier. Es gibt immer wieder dieses Gelabere von wegen, ja, die würden Cholesterinspiegel ansteigen lassen, bla bla bla. Wrong. Es ist sogar so, dass Bio-Eier eher dazu neigen, den Cholesterinspiegel ansteigen zu lassen, als ganz gewöhnliche Eier. Daher macht euch keinen Kopf über das Essen von Eiern. Wenn ich in der ketogenen Diät bin, esse ich am Tag 10 Eier. Und ich lasse regelmäßig meine Werte checken und ich bin top fit. Ja, ich habe top Blutwerte, ist alles super,
macht euch damit nicht verrückt. Aber wie gesagt, ich werde darauf nochmal anderweitig eingehen. Heute nur kurze Version. So, ich mache das immer gerne so, dass ich das ist mein allererstes Frühstück. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich gehe morgens vorher laufen und auf leeren Magen möchte dann was frühstücken, dann hast du eine bombentolle Mahlzeit, wenn du dir Rührei machst, ne, dazu vielleicht noch irgendwie Paprika reinhaust, super lecker schmeckende Sache, oder dir ein Omelette machst, ich mach's auch gerne so, dass ich ein Omelette mache, einen Schuss Milch rein, ein bisschen Käse, alles umrühren, mach ich mir gleich. Nein, das schmeckt immer richtig gut, das macht auch sehr, sehr satt, also über den Tag über denkst du dir so, Alter, will ich noch irgendwas essen oder nicht? Und das ist immer eine sehr, sehr gute Sache, um den Tag zu beginnen. Ne? Das ist ein tolles Frühstück, kannst du doch gerne in deine Dose machen, obwohl ich eigentlich ein Feind von Dosenfraß bin, also hier aus der Brotdose was zu essen, so warm ist und dann, ich mag das eigentlich nicht. Aber wen das alles schmeckt, der soll das, darf es gerne machen. Das ist vollkommen okay. Dann habe ich natürlich noch, was darf nicht fehlen, eine warme Mahlzeit muss am Tag auf jeden Fall sein. So, wir müssen mal eine Sache ganz dringend verstehen. Die werde ich wahrscheinlich auch sehr oft erwähnen und wiederholen. Du darfst deinen Körper im Endeffekt nicht hungern lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich sehe immer wieder Leute, die auch sagen, Mann, ich komme nicht dazu zu essen, ich vergesse das zu essen oder ich habe einfach so viel Stress auf der Arbeit, dass ich nicht schaffe zu essen. Du musst dir ganz dringend deine Zeit nehmen zu essen. Warum? Dein Körper fährt sonst zurück. Ja? Dein Stoffwechsel wird immer ruhiger. Der Körper denkt sich, aha, toll, Hungersnot, gut, dann fahre ich mal den Stoffwechsel runter, mach mal nicht so viel, ne? Bau mal die Kräfte so auf, dass ich perfekt arbeiten kann, mehr auch nicht. Und dann kommst du aber dazu zu essen. Und alles, was du nun isst, egal ob es viel oder wenig sein mag, der Körper denkt sich dann, aha, sehr gut, morgen ist bestimmt wieder Hungersnot, setzen wir mal lieber an, ne? Wollen wir das mal lieber behalten, damit wir die tolle nächste Hungerszeit schön überleben können. Dein Körper denkt mit. Er passt sich immer deiner Situation, deiner Art und Weise zu leben an. Deswegen ist es ganz wichtig, um den Stoffwechsel auch am Brennen, am Laufen zu halten, sich dazu ernähren, regelmäßig zu essen. Also ich sage mal, eine warme Mahlzeit mindestens und ein Frühstück definitiv. Ne? Also das ist schon fast Pflicht. Ne? Und da muss man wirklich überlegen und sich da irgendwo die Zeit nehmen. Ich habe viele Köche als Freunde. Ich beneide die um deren Job. Die sagen mir, du bist bescheuert. Ich wäre gerne Koch, das wäre mein zweiter Traumjob. Aber ja, jedenfalls ist das eine Sache, da muss man sich einfach wirklich irgendwo eine Zeit stellen und sagen, okay, jetzt muss ich auf jeden Fall was essen. Na, das ist ganz wichtig zu sagen. Aber darauf, wie gesagt, werde ich auch noch eingehen. Heute geht es ja erstmal nur um das Ganze hier. Die Sixpack-Woche, Sixpack-Monat. Dann, was darf nicht fehlen in jeder Küche irgendwo? Hähnchenbrust, ne? Die habe ich mir auch bei Aldi gerade geholt. Mache ich dann auch immer gerne so, dass ich das würze mit den Gewürzen, die ich mag. Ich zum Beispiel bin jemand, der scharfes Essen liebt Schärfe oder allgemein, Schärfe ist ja eigentlich kein Geschmack, sondern ein Schmerz auf der Zunge. Aber irgendwie finde ich diesen Schmerz geil. Naja, es geht darum, dass einfach scharfes Essen irgendwo deinen Stoffwechsel anheizt. Und deswegen auch einer der natürlichen Fettburner ist. Ne? Und deswegen solltest du definitiv, wenn du scharf essen kannst, scharf würzen. Ne? Gewürze wie Curry, all solche Sachen, bitte. Ne? Du darfst gerne dein Essen würzen. Wenn ich zum Beispiel sowas sehe wie Leute würzen ihr Fleisch nicht und hauen das irgendwie rein mit trockenem Reis, dann denke ich mir so, Alter, was soll denn der Driss? Ne? Das soll auch lecker schmecken irgendwo. Ne? Und deswegen macht euch da keine Gedanken. Ihr dürft es gerne bitte damit nutzen. Da du ja eine Low-Carb-Diät fährst und deine Kohlenhydrate ziemlich schwach und weit unten sind, ne, solltest du daran denken, woran esse ich mich denn jetzt satt? Natürlich an Eiweißen und Fetten. Das heißt, du musst ja irgendwo auf deine Fettwerte kommen. Das heißt in diesem Fall gesunde Fette natürlich. Olivenöl, ja, ganz klassisch. Kokosnussöl, perfekt. Dann, was ich immer gerne mache, wenn ich merke, okay, ich habe noch nicht genügend Fette gegessen, dann kommen da die Nüsse in Frage. Königin der Nüsse, Macadamia-Nüsse. Ja? Ich liebe sie, die schmecken erstmal super nice. Kannst auch Mandeln essen, wie du möchtest. Aber Macadamia-Nüsse sind insoweit, haben eigentlich das gesündeste, beste Fett unter den Nüssen.
So, und bei den Nüssen muss man ein bisschen aufpassen. Man darf sich an denen nicht überfressen, weil die haben schon sehr viel Kalorien. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel von den Nüssen. Also eine Handvoll pro Tag ist vollkommen ausreichend und vollkommen gut. Ja, das wäre das zu sagen. Dann habe ich mir noch geholt, Avocado. Avocado ist nicht jedermanns Geschmack. Aber denen das schmeckt, daraus mache ich mir zum Beispiel immer so einen tollen Salat. Zitrone drüber, ein bisschen Chili-Pulver, getrocknetes Chili-Pulver darüber, Thunfisch dazu, nice. Ja, Hähnchenbrust gebraten dazu, wunderbar. In einer Low-Carb-Diät darfst du natürlich auch Kartoffeln, Reis und so weiter essen. Aber du musst halt wissen, dass du deine Kohlenhydrate beschränkst. Ne? Ich fahre dann immer bei einer Low-Carb-Diät, also das sind meine Werte, ich versuche die auf jeden Fall immer so unter 100 Gramm zu halten. Das ist für mich immer ganz wichtig, wenn nicht noch weniger. Ne? Also bei 100 Gramm, manchmal sogar 50 Gramm zu halten, sodass der Körper komplett gar nicht mehr davon ziehen kann. Ne? Und 100 Gramm habe ich es dann immer so gemacht, dass ich gesagt habe, 100 Gramm esse ich an Trainingstagen, an trainingsfreien Tagen esse ich 50 Gramm maximal und den Rest aus Eiweißen und Fetten. Es gibt im Android Shop oder halt im App Store verschiedenste Apps, die wirklich sehr, sehr gut sind. Ich habe da eine, einen kurzen Blick. Ich habe da eine, ja, die nennt sich, kurz noch einen Blick, Fat Secret. Ja, eine mega Bomben-App. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da kann man seine Werte eingeben: Größe, Gewicht, Alter, Geschlecht. Und dann nochmal kurz ein paar Daten eingeben, ob man abnehmen will oder nicht. Und daran kann man sich ausrechnen lassen, wie viel Kalorien man hat. Ich habe jetzt mal so ein paar Sachen hier, die ich heute euch vorgestellt habe, eingekauft habe, eingegeben. So die Werte, ein paar, dies und das. Und da habe ich schon direkt 2000 Kalorien errechnen können für mich. Ne? Das ist jetzt so ein grober Wert. Du musst immer davon ausgehen, du hast einen Wert, den du auf jeden Fall brauchst, um zu leben. Und von dem, je nachdem, ob du Muskeln aufbauen willst oder abbauen willst, rechnest du 500 Kalorien plus oder 500 Kalorien minus. Das ist immer so halt so dieser grobe Wert, den man sich nimmt, um je nachdem, was für Ziele man hat, aufzubauen. So, das Ganze hat mich was gekostet. Ich habe noch nicht mal alles gegessen. Ne? Das ist noch nicht mal alles, reicht locker für 2 Tage. Und das pro Mahlzeit hätte ich dann, also pro Tag hätte ich dann 2000 Kalorien zu mir genommen. Das Ganze hat gekostet. Tada, na, könnt ihr das sehen? Ja, seht ihr das? Das kostet 13,77 Euro. Ja? Das heißt, wenn man weiß, wie man einkauft, wie man richtig gezielt einkauft, dann kann man sogar noch Geld damit wunderbar sparen. Und ich meine, 13,77 für 2 Tage Essen ist eine super Sache. Ne? Dann, klar, wenn zu Hause noch ein bisschen Olivenöl, all solche Sachen habt, dann passt das alles perfekt. Ja? Das ist so meine Kurzversion von Ernährung, wie das so aussehen kann, so ein kleiner Ernährungsplan, wie ich mich ernähre, wie ich euch das empfehlen würde, ne, dass du versuchst, ich habe ja gesagt, kein Alkohol, Finger weg davon, Naschkram, all überflüssigen Zucker, weg davon, ne, dass du wirklich, denk mal dran, eine gesunde Mahlzeit macht dich nicht direkt schlank, genauso wie einmal McDonald's gehen, macht dich nicht direkt dick, es kommt halt immer darauf über, du musst halt sehen und vergleichen, in der Woche, wovon hast du dich mehr ernährt? Hast du dich überwiegend gesund und gut ernährt oder hast du dich überwiegend so ernährt, wie du gerne Lust hättest? Ne? Weil wenn ich mich immer so ernähren würde, wie ich mich, worauf ich gerne Lust hätte, dann würde ich sehr viel Müll essen. aber naja, das ist wieder ein anderes Thema. Ganz wichtig dabei ist vielleicht zu erwähnen, dass es sowas wie ein Cheat Day gibt. Cheat Day bedeutet nichts anderes, dass du an diesem Tag mal die ganzen Vorschriften und so weiter beiseite lässt. Es gibt sogar Trainer, die sagen würden, okay, an Cheat Day darfst du sogar Alkohol trinken, aber wir wollen da mal ein bisschen radikal sein. Und mein Vorschlag wäre an euch, ihr dürft alles essen, ja, sogar Eiscreme, aber lasst mal den Alkohol weg. Ne? Das heißt, du hast einen Tag in der Woche, an dem du wirklich Ruhe von diesem ganzen Quatsch haben kannst, wo du wirklich in aller Ruhe essen kannst. Ich mache das immer am Sonntag, da kannst du mit Familie, Freundin, was auch immer, ganz entspannt essen gehen, ohne dir einen Kopf zu machen und das Leben so ein bisschen mal wieder genießen. Ne? Okay, man kann das Leben auch genießen mit einer Low-Carb-Diät, das geht auch wunderbar, aber ich verstehe schon, was ich meine. Ne? Und deswegen sollte das eigentlich
fürs Erste erstmal genug sein. Denk daran, am nächsten Sonntag oder Montag poste ich das nächste Video. Na, dann geht es mit Videoreihe Nummer 2 weiter. Ich hoffe, ihr macht fleißig weiter mit den Bauchübungen und dann sollte das alles funktionieren. Ne? Also man muss immer gucken, von welchem Standpunkt geht man aus. Wenn du weißt von dir selber, ich kann ja nicht bei jedem von euch sein, leider nicht, aber jeder sollte sich selber irgendwo einschätzen und wissen, wo stehe ich gerade. Ne? Wenn du merkst, du musst ein bisschen mehr tun, dann würde ich dir raten, dass du mindestens 5-mal die Woche Sport machst, dich irgendwie bewegst. Ja? Entweder rausgehst morgen auf leeren Magen für eine Stunde einfach spazieren gehst oder 45 Minuten entspannt laufen gehst. Hauptsache, du bewegst dich. Ne? Und auch bei den Bauchübungen. Gib nicht auf. Denk nicht, oh Mann, das packe ich nicht. Mann, der Eddie ist doch fit. Der schafft das ja locker. Nein, du machst aber so lange mit, ja, wie du kannst. Auf deine Art und Weise. Ja, auch nicht komplett hinlegen und zugucken, wie der Eddie sich da schwitzt im Video. Sondern schon ein bisschen sich bewegen. Okay? Alles klar. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Inspiration geben für deine weitere Ernährung. Und wie gesagt, ihr wisst Bescheid, bei Fragen etc. pp. Dürft ihr mich jederzeit auf Facebook am besten kontaktieren. Ich versuche natürlich immer zu antworten. Ihr könnt euch vorstellen, dass was da los ist. Aber ich gebe mir Mühe, euch da entgegenzukommen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen fröhlichen weiteren Bauch-April. Bleibt stark. Genau, macht Fotos. Ganz wichtig, um eure Erfolge irgendwo zu dokumentieren, macht Fotos, schaut euch das immer wieder an und ich habe schon gesagt, macht von Anfang ein Foto und dann am Ende ein Foto. Ne? Vielleicht verändert sich nicht unbedingt was auf der Waage, muss auch nicht immer passieren, aber dann wieder, wenn man sich mal so anguckt, ne? Weil wenn man sich jeden Tag im Spiegel anguckt, dann sieht man nicht sofort eine Veränderung. Das ist nicht sofort gegeben, sondern das ist eine Sache, die sich irgendwo einspielt, okay? Alles klar, fröhliches weiter trainieren, euer Coach Eddie, bis zum nächsten Mal, peace out.